iMOOCs, Österreichs einzige MOOC-Plattform für Hochschulen, dürfte dir bekannt sein. Aber hast du dich auch schon mal gefragt, wie ein MOOC, also ein Kurs auf iMOOCs, überhaupt zustande kommt? Und wie du vielleicht selbst einen MOOC erstellen und auf iMOOCs anbieten kannst? Werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von iMOOCs. Einen Kurs auf iMOOCs zu veröffentlichen ist nicht schwer. Dein erster Schritt dazu ist, uns vom iMOOCs-Team zu kontaktieren. In einem persönlichen Gespräch klären wir alle Einzelheiten mit dir ab und beschließen den weiteren gemeinsamen Weg. Ein Kurs auf iMOOCs hat eine vorgegebene Durchführungsdauer. Die beträgt durchschnittlich 6 Wochen, kann aber natürlich auch länger oder kürzer sein, je nach Inhalt. In dieser Zeit werden deine Inhalte in Lektionen Schritt für Schritt für die Lernenden freigeschaltet. Dies erfolgt meistens wochenweise. Über das Kursforum betreust du die Lernenden durch diese Zeit. Nach der Durchführung steht der Kurs weiterhin allen frei und kostenlos zur Verfügung, aber eben unbetreut. Eine Lektion enthält mindestens ein Video und ein zugehöriges Self-Assessment. Das Video sollte optimalerweise um die 10 Minuten dauern. Gibt es mehr zu sagen, dann mach einfach 2 Videos zum Thema der Woche. Zusätzlich kannst du gerne mit weiteren Angeboten deine Lektionen anreichern. Achte darauf, dass alle Inhalte eine Creative Commons Lizenz haben müssen, denn iMOOCs ist eine OER-Plattform, das heißt, die Inhalte auf iMOOCs dürfen gerne weiterverwendet werden. Übrigens, alle Videos werden über unseren iMOOCs-Kanal auf YouTube veröffentlicht. Damit erreichen wir größtmögliche Verbreitung. Schau doch mal vorbei und folge uns! Nur keine Angst vor Videoproduktionen. Unser Videoteam steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Egal, ob du eine Studioaufnahme, eine Außenaufnahme, einen Trickfilm oder eine Kombination davon anstrebst. Auch unser Canvas zur Erstellung von Lernvideos bietet dir einen Überblick, damit du nichts vergisst. Dort kannst du sogar ein einfaches Drehbuch verfassen. Hast du schon gewusst, dass du deine Videos auch interaktiv gestalten kannst? Mit der H5P-Technologie kannst du einfach und schnell dein Video und damit den MOOC mit Interaktionen didaktisch aufwerten. Was Lernende in deinem Kurs machen können, bestimmst du mit deinem Angebot. Jeder Kurs verfügt standardmäßig auch über ein Forum. Wie intensiv und kollaborativ du es verwendest, entscheidest du selbst. Lernende können sich am Ende des Kurses ein Kurszertifikat herunterladen, wenn sie alle Self-Assessments zu je 75% richtig abgeschlossen haben. Und, wenn du willst, bekommen Lernende zusätzlich für jede abgeschlossene Lektion auch einen Badge. Also eine Art digitales Zertifikat in Form einer Sammelmedaille. Übrigens, auch die Sprache, die du im Kurs verwenden möchtest, bleibt dir überlassen. You are very welcome to offer a multilingual MOOC. Hast du alle Inhalte beisammen, brauchen diese nur mehr in den Kurs eingebaut werden. Den Kurs legen wir für dich an. Die Inhalte kannst du dann selbst in deinem Kurs einpflegen und bearbeiten. Alles, was du dazu brauchst, ist eine kurze Einschulung von uns und schon gehörst du zur Community zertifizierter iMOOCs-Kurserstellerinnen. iMOOCs-Kursersteller zu sein hat aber noch mehr Vorteile. Wir halten dich über Neuigkeiten bei iMOOCs informiert und laden dich einmal im Jahr zum iMOOCs-Gipfel ein, bei dem du Gelegenheit hast, nicht nur mit uns und anderen KurserstellerInnen in direkten Austausch zu kommen, sondern auch die Zukunft von iMOOCs selbst mitzugestalten. Werde Teil der wachsenden iMOOCs-Gemeinschaft und erhalte schon bald für deine Hochschule eine eigene iMOOCs-Partnerseite. Ja, und warum solltest du das alles tun? iMOOCs.at bietet also nicht nur kostenlose Online-Kurse an, sondern wir sind DSGVO-konform. Wir ermöglichen Lehrenden und Studierenden, sich ohne Registrierung bei iMOOCs.at sich einfach einzuloggen. Und das Dritte, wir bieten ausschließlich sogenannte Open Educational Resources an.
Das heißt, sämtliche Inhalte von imux.at sind urheberrechtlich so gestaltet, dass diese Inhalte weiterverwendet, im besten Falle sogar bearbeitet werden können und zur kostenlosen Bildung der Gesellschaft beitragen. Aber das ist noch nicht alles. imux selbst ist Teil des MOOC Hubs, eines einzigartigen Zusammenschlusses von verschiedenen Plattformen mit dem gemeinsamen Ziel, Bildung für alle zu stärken. Das bedeutet, dass alle Kurse, die du auf imux veröffentlichst, auch gleichzeitig Teil des MOOC Hubs werden. Und inzwischen entwickeln wir imux weiter. Schon bald wird es möglich sein, Inhalte leistungsbasierend und damit noch individueller den Lernenden deines MOOCs freizuschalten. Ebenso wichtig ist uns ein barrierearmer Zugang zu allen Inhalten, um der Diversität von Lernenden noch besser nachkommen zu können. Auch arbeiten wir daran, dass Lernende selbst Beiträge in einen Kurs hochladen können und du all das über ein speziell entwickeltes Interface analysieren kannst. Und auch ein eigener MOOC zu all den Themen, die wir in diesem Video gezeigt haben, ist im Entstehen, um den Einstieg in die Erstellung von Kursen auf imux zu erleichtern. Wir nennen ihn den MOOC Maker MOOC. Bis es soweit ist, informieren dich unser MOOC Maker Canvas und die MOOC Map. Und selbstverständlich wir, vom gesamten imux-Team. Wir freuen uns auf dich. We are imux.